Ja, meine Lieben, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einem neuen Projekt, was ich mal ganz zufällig ausgewählt habe. Gerade ganz frisch im Xbox Game Pass, und zwar nennt sich das Moonscars. Scheint, ja, so ein schönes, raues, blutiges Pixel-Metroidvania zu sein. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich dachte, ich schmeiße es einfach mal an. Man muss sich ja mal ein bisschen was Neues überraschen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich hoffe, es ist nicht so schwer, dass ich zusammenbreche, aber wir gucken mal. Möchtest du einen neuen Weg beginnen? Ja, bitte. Alles verdoppelt sich, wenn es sich der Essenz nähert. Okay. You never come to purr on my knees these days. There are so few naturally perfect things. Ich dachte, du redest mit mir. My poor friend, you were one of them. Here I feel as lonely as only a god can be. I was rejected by those I had made. I shaped them in the image of man. Clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. You've been tainted too, haven't you? No, don't say a thing. They've just taken too much after humans of our darkness and malice. Now they're all cleft with it. Maybe I am a god that failed. Na, außer die Katze schnurrt, ne? You're trying to soothe me. See, my loyal pristines should have returned a moon ago. Katzen schnurren ist immer sehr beruhigend, finde ich. None of the eight. Is that so? Ah. Yet Grey Urba lives. She can't be gone. As long as she lives, the communion is destined to happen. The moon will feed on them no more. For this will have to brave many, many moons to come. Shall we not, my friend? Also, ich muss sagen, schon mal sehr, sehr atmosphärisch hier. Das sind also wir sind Irma, wir spielen die, ja. Die schnetzelt sich ja schon ordentlich durch hier und ist tot. Ich blute, Hilfe! Hallo! So, jetzt muss ich drücken, okay. Wer ist das denn jetzt? Lass das! Ich bitte dich! Was soll ich lassen? Aber seine Liebe zu uns ist seit langem verkümmert, Schwester. Und die Katze schnurrt. Noch eine tote Makellose, wo es doch so viele Lebewesen zu jagen gibt. Rrr, miau. Schnurr, schnurr. Nächstes Mal stehen wir uns als Feinde gegenüber. Hallo, lass mich mal ruhig. Die ist doch schon tot, oder zumindest. Ja, wahrscheinlich wird sie gleich wieder aufstehen, aber... Hey, sie liegt doch schon am Boden. Ist doch gut jetzt. Lass doch mal die arme Frau in Ruhe. Freundliche Frau. Braves Mädchen. Was würde ich nur ohne dich tun? Hm? Ja, das scheinen wahrscheinlich viele Freunde. Finde den Schöpfer. 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 Okay, das sieht ein bisschen verwirrt aus. Ja, das ist gerade der Obi, ne? Aus dem Intro mit seiner Katze. Aber wir leben hier wieder. Ich verhungere. Ja, dann solltest du nicht so rennen, ne? Also rennen bringt nichts, ja. Das ist nicht sehr energiesparend. Karte aktualisiert. Entdeckter Bereich Burgsiedlung. So, gucken wir mal. M ist ja wahrscheinlich Karte. Na, ich sag doch, Metroidvania. Große Karte. Was haben wir hier noch? Charakter. Rüste hier Hexerei und Amulette aus. Ich hoffe eigentlich von der Lautstärke her ist es ganz in Ordnung. Ja, Dinge, die ich noch nicht habe.
Was? Drüsen? Knochenstaub, Drüsen, Bosheitsstufe. Aha. Hexerei, also wir können scheinbar ganz viele... Ja, wir haben ja noch so ein Skilltree, den wir maxen können. Karte, wo das R aussieht wie Karte, aber es ist ein A. Einfach ein umgedrehtes R, so sieht es jetzt zumindest aus. Option, ja, ich habe schon auf Deutsch gestellt, ne? Also Ursprungssprache ist Englisch, aber ich denke mal, ja, es wird ja in dem Sinn nicht geredet. So, was müssen wir machen? Rumspringen. Gucken wir mal. Angriff K. Mhm. Na dann. Wahrscheinlich sind das noch einfache Gegner. Ich glaube, es wird noch schwerer werden, ne? Also, die wehren sich ja noch nicht so richtig, aber... Oh, oh, der Hunger schwindet. Oh, ist ja jemand blutdürstig, hä? Sprung, wie geht das? Ach so. Sprinten kann ich auch. Okay, also ein Vorwärts-Dash. Aber der Dash, beschädigt keine Gegner. Übrigens, schöne Animation. Ich liebe ja solche Pixel-Indie-Spiele, ne? Aber auch sehr, sehr flüssige, die Animation. Sehr, sehr gut gemacht. Was haben wir hier? Sturmangriffe. Halte den Angriffsknopf gedrückt, um einen Sturmangriff auszuführen. Sturmangriffe sind breiter und stoßen Feinde weiter zurück. Aber man muss ihn erstmal aufladen wahrscheinlich, ne? Das ist ein Sturmangriff. Obwohl, es geht eigentlich. Also, das dauert gar nicht so lange. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, aber hier, zack, zack. Okay, fliegende Gegner haben wir auch. Wunderschön. Spring und Shift. Was haben wir hier? Heilung. Sekret ist eine Seelenflüssigkeit. Und die reine Essenz des Lebens. Benutze von Feinden gesammeltes Sekret, um irgendwas Wunden zu sein. Das ist schon eklig, ne? Irgendwelchen besiegten Leichen da, ne? So das Sekret rauspulen. Aber ist okay. So, jetzt kann ich mich heilen, oder was? Ah. Achso, also ich kann wirklich aus diesen ganzen Viecher, die da auf dem Boden liegen, das reicht aus, oder was? Zum Heilen. Ich nehme an, das rote oder unten ist meine Lebensleiste, das andere könnte meine Ausdauerleiste sein oder sowas. Weiß ich nicht, ob es das hier gibt. Was haben wir hier? Dunkler Spiegel. Bei dunklen Spiegeln kannst du Irmas Fortschritt speichern. Okay, also es gibt feste Speicherpunkte. Ich kann jetzt nicht einfach wahllos rumlaufen. Also ich kann nicht wahllos irgendwann speichern, weil ich Bock dazu habe. Hexerei lernen und Gesundheit und Sekret wiederherstellen. Dunkle Materie aus dem Spiegel reflektiert die dunklen Ecken des Königreiches. Aha. Gibt's hier unten was? Aha, ich wusste es doch irgendwas. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlau, jetzt schon hier hinzulaufen. Ich nehme an, hier hinten ist Schluss, ne? Ah, sehen wir dann. So. Lerne Ausbruch 1, eine einfache Hexerei. Kann ich nicht nach links gehen? Das ist auch noch nicht besser, Stachel, aber gut, wenn das Tutorial mir das sagt, dann werde ich das mal machen. Ausbruch 1, eine nach vorn gerichtete Explosion. Okay. Hexerei gelernt und im aktiven Platz ausgerüstet. Du kannst die gelernte Hexerei später über das Inventar neu zuweisen. Ist wahrscheinlich noch nicht nötig, da ich noch nichts im Inventar groß habe. Eine einfache nach vorne gerichtete Explosion. U und I. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ein drogenabhängiges Kind. Adelinka. Hey, sie kommt! Wie ich dir gesagt habe, Kätzchen! Nicht doch, du Dummerchen. Hihi. Wir werden wieder beste Freunde sein. Sie muss nur weitermachen. Toll. Hm. Diese Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Und das Arschlochkind hat mir die Tür nicht aufgemacht. Na super. Das ist ja sehr, sehr nett. Steuerung ist noch sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Können wir das nicht irgendwie anders... Steuerung. Leichter Angriff, Spezialangriff. Also leichter Angriff ist K, das ist in Ordnung. L ist Spezialangriff. Zauber 1, U und I. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich die beste Option dafür. Tatsächlich. Obwohl sich schon ein bisschen komisch anfühlt, aber... Naja, ist Gewöhnungssache, wird schon hinhauen. So, um einige Hindernisse zu überwinden, braucht Irma die graue Hexerei. Neue Zauber kannst du bei dunklen Spiegeln lernen und das ist wahrscheinlich dann auch dieser Metroidvania-Aspekt. Da ist es nämlich meistens so, dass man an gewissen Stellen auch nur vorbeikommt. Ja,
auch nur vorbeikommt, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat oder bestimmte Sprünge oder sowas beherrscht. Na dann, mach mal hier. Uwas. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, geht weg. Na, mach! Okay, heilen wir uns. Geht das? Ja, bin ich ja froh, dass ich mich so leicht heilen kann, ne? Also, aber da geht auch mein Sekret verloren scheinbar. Verdorbenes Sekret. Hexerei lässt Sekret verderben. Wird in der Sekretanzeige blau dargestellt. Was wo? Da unten links ist doch nicht blau, oder? Irgendwo anders. Ja, man kann verdorbenes Sekret reinigen, indem sie Feinde mit ihrem Schwert trifft. Achtung, verdorbenes Sekret kann trotzdem zum Heilen verwendet werden. Ah, ich kann immer noch nicht... Warum kann ich meinen Spezialangriff nicht machen? Muss die Leiste erst voll sein oder was, ne? Ja, geht ja nicht. Ich darf mich nicht so oft heilen. Also entweder heilen oder Spezialangriff, ne? Das ist die Devise hier. Oh, ich verliere auch alle viel Leben. Meine Fresse. An der Kante klettern. Knochenstaub gesammelt. Das ist schön. So, was haben wir denn hier? Ja, ja, bleib ganz ruhig. Chill mal. Lass mich bloß in Ruhe. Aber schöne Atmosphäre bis jetzt, gefällt mir. Also hat schon was hier, ne? Parieren! Wenn Feinde kurz davor sind, dich zu treffen, pariere sie. Erfolgreiche Paraden fügen großen Schaden zu. Hinweis, nur rote Augen können pariert werden. Und parieren heißt einfach nur mal Angriffstaste drücken oder was? Na, was ist denn die Parieren-Taste? Ja, müssen wir mir vielleicht mal sagen, was ist Parieren? Ja, ist okay. Ist noch. Ist vollkommen okay. Dann gehen wir halt wieder zurück hier. Ja. Was ist jetzt parieren? Also welche Taste müssen wir drücken? Oder ist es eine extra Taste? Oder interagieren? Oder muss ich da überhaupt was drücken? Also eigentlich nichts drücken muss. Okay, scheinbar Sekret auffüllen, das K. Kann ich ja nicht, das Ding ist schon weg hier. Jetzt kann ich es doch schießen. Achso, das ist damit gemeint. Dieses Blau ist ja gut, das ist eher pink oder was ist denn das? Rosa. So ein seichtes Rosa. Okay, also ich muss angreifen, damit sich das. Damit das nicht mehr verdorben ist. Ich verstehe. So, ja, das war doch ordentlich. Das hat mir gefallen. So. Jetzt werde ich mal. Na. Ich weiß halt nicht, wie parieren funktioniert. Das nervt mich gerade ein bisschen. Und ich sterbe schon wieder. Was ist das denn? Ich sehe schon, ich habe mir das richtige Spiel ausgesucht, ne? Ja, warte. Das ist Übungssache, Übungssache. Wir sind ja noch ganz am Anfang hier. Also. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Alles gut. Ja, so schön, ja. Schön durchschnetzeln. Ja, passt das. Yay. So, du auch noch. Einfach mal so ein bisschen hin und her flitzen, dann funktioniert das eigentlich, hoffe ich. So, du auch noch. Ja, jetzt ganz ruhig hier, ne? Ganz ruhig. Ich heile mich jetzt lieber wieder. Ah ja, meine alte Seele oder was? So, du bist jetzt auch weg. So, mit J kann ich parieren. Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen, ja. Das ist parieren. Oh, krass. Krass. Ja, schön. Obwohl das auch lustig aussieht, dass ich auch so... geh weg, Flieger. Weg. Hör auf, mich zu umsummen. Bitte. Space, Space, Space. Achso, ja. Wand. Wandsliden oder was, ne? Also, das kriegen noch nicht ganz hin, muss ich sagen. Hier, dieses, Parieren. Das ist gar nicht so einfach.
Jetzt habe ich sie gekriegt. Ah, nice. Oh, Alter, lass mich nur. Lass, was ist das denn? What the fuck? Okay, das ist jetzt schon das dritte Mal oder so, ich sterbe. Dritte, vierte Mal. Läuft ja hier richtig fantastisch, Mensch. Also ich sehe schon, so sinnlos drauf rumballern bringt gar nichts hier. Also ein bisschen taktisch muss man schon vorgehen. Bosheitsstufe erreicht, was heißt das denn? Ja, gleich geht's los. Boah, das ist wirklich haargenau, dieses Parieren, haargenau. So, Nachlass, Hexereikosten minus 10%. Boah, ist nett, dunkler Wirbelchance auf Rückgewinn der Zauberkosten 20% oder sofortige Erholung. Ja, nee. Boah, nehmen wir das da, keine Ahnung, dunkler Wirbel klingt doch eins nett. So, jetzt hier, ich lad mich wieder auf hier. So. Es ist doch keine Leiche, die Leiche hängt zwar hier an den Stacheln, aber scheinbar reicht die Entfernung. So. Ach, ist ja nett. Der ist auch schon weg hier, der Gegner. Mann, ich krieg das nicht hier mit diesen Scheiß-Barrieren. Ja, da muss ich mich halt aufladen, anders geht's nicht hier. Jetzt habe ich es doch. Ja, bleibt mal da oben, ihr Spinnen, ne? Ich muss erstmal eure Fußsoldaten da. Ne, sind gar keine Spinnen mehr. Ach, noch eine Bosheitsstufe. Okay. Sofortige Erholung. Oh, aber Heilkraft plus 25% ist natürlich. Ist halt die Frage. Ja, nehmen wir Heilkraft, ganz ehrlich. So. Diese Dinge, ich erinnere mich an sie. Gefundener Gegenstand, Erinnerungsform, Lehmwesen. Eine Erinnerung an die Lehmwesen, eingebettet in eine merkwürdige Art von Materie. Enthält Irmas Ablehnung gegenüber ihrer eigenen Art. Könnte für jemanden von Interesse sein. Das ist natürlich sehr spezifisch. Könnte von irgendjemandem von Interesse sein. Wir wissen nicht von wem, aber wird schon. Bosheit, wenn du Feinde tötest, steigt Irmas Bosheit und sie erhält verschiedene Boni. Öffne bei jeder erreichten Stufe das Bosheitsmenü. Achtung, wenn sie stirbt, verliert Irma alle Bosheitsboni. Oh, also im Sinne von alles, was ich bis dahin gesammelt habe. Also ist das nichts, ja, nichts Anhaltendes. Ja, ich renne auch direkt rein, alles klar. Oh, ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Das machen wir mal lieber, weil ich keine Ahnung habe, ob ich hier nochmal lang muss. Aber vielleicht sollte ich mal den Hebel hier betätigen, ne? Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ach, also ich habe einen Gegenstand eingesammelt. Öffne die Registerkarte Charakter, um Gegenstände deinem Besitz anzuzeigen und auszurüsten. Ja, was haben wir denn Schönes? Zeig doch mal. Hier. Edelstein des Rückstoßes. Stößt Feinde bei einem Sturmangriff weiter weg. Na dann. Sturmangriff war das ja. Das muss ich mir auch noch merken. Also muss ich den auch mal ausführen, den Sturmangriff. Sonst wird das nix. So, das haben wir hier. Genau, also wie sieht es mit der Karte eigentlich aus? Ja, da ist der nächste Spiegel. Markieren können wir uns denn auch. Okay, bringt das irgendwas? Ja, wahrscheinlich nicht. Weil, aber jetzt wird es wahrscheinlich noch relativ linear bleiben. Verhältnismäßig. Kamera, aha, um nach unten zu gucken, das ist natürlich sehr praktisch. Oh ja, nice, nice, nice. Was haben wir hier Schönes? Knochenstaub auch wieder. Ja. Sturzangriff. S plus Space plus Space. Oh Gott. Also ja, ich verstehe schon. Also, ne, ist wirklich so ein Stampfangriff. Ja, ich schaff's ja nicht mal darüber zu springen, ohne zu sterben. Naja, muss ich noch ein bisschen üben, würde ich mal sagen, ne? Da haben wir noch was Schönes da unten, das will ich mir nicht entgehen lassen.
Gierige Feinde. Einige Feinde sind deutlich stärker als andere und fügen auch mehr Schaden zu. Aus irgendeinem Grund ist es schwerer, hungrige Lebewesen zu erschlagen. Das ist nicht schön. So, durch da. So, jetzt hier nice. Immer drauf da. Okay. Ah, ich sehe schon, das mit dem Parieren ist echt einfach nur Übungssache. Hier haben wir was Schönes, oder? Gefundener Gegenstand, Erinnerungsform Sekret. Eine Erinnerung an das Sekret, das Irma einst verloren hat. Eingebettet in eine merkwürdige Art von Materie. Könnte für irgendjemanden von Interesse sein. Ach ja, ist immer so schön spezifisch. Ah, schon wieder tot. Wow. Okay, wunderbar, damit habe ich ja alles verloren. Diese Bosheitsboni verliere ich wirklich, also die zum Glück bleiben mir die Gegenstände erhalten, immerhin. Ach, ist ja nett. Ein kleiner Fahrstuhl für mich. Wenigstens etwas Positives hier. So. Ja gut, da unten gehe ich jetzt mal extra nicht lang. Ja. Alter, das ist schon, also, weil ich frage, wenn das jetzt erst, wenn das hier der Anfang ist, dann will ich gar nicht wissen, wie schwer das noch werden kann hier. Bosheitsboni, jaja, oh, Heilkraft erhöhen wir, weil das ist so momentan noch meine größte Schwäche. Oh, jetzt habe ich schön Stampfangriff gemacht. So, ist der hingefallen da unten? So, gierige Feinde. Einfach sterben. Lass mich bloß in Ruhe. Hier haben wir noch unsere Leiche, da haben wir einen Geist. Sehr gut. Oh ja, das, also das hat sich gelohnt. Ja, 25% macht scheinbar schon was aus hier. So. Oh Gott, ey. Na komm. Ja, toll. Ich treffe den ja nicht mal. Gut. Der ist noch nicht mal in den Stacheln gelandet. Wenn er schon runterfällt, kann der dann nicht einfach in den Stacheln landen. Das wäre sehr schön. Weißt du was? Kritische Trefferchance erhöhen wir mal. Das ist doch was. Wie die auseinanderplatzen, ne? Wie so ein Pickel. Oh. Hallöchen. Na? Hallo? Hm. Das kann man nur als schrecklich bezeichnen. Dein Schatten hat seine Klauen tief in dein Fleisch geschlagen. Irma die Graue. Was? Deine Sekretdrüse riecht zerbrochen und rissig. Also, ne? Können wir mal aufhören, um meine Sekretdrüse zu reden? Das ist mir doch ein bisschen peinlich, ne? In diesem Zustand kommst du nicht weit. Ich kenne dich, Kater. Oh, Irma, die Graue kennt mich. Sie muss bis tief in ihren Kern gespalten worden sein. Meister Soran. Der Schöpfer? Wo ist er? Wo ist meine Truppe? Dieses nervöse Kätzchen. Ab hier bin ich raus, Soran. Stopp, sprich mit mir, Kater. Und weg ist er. Naja. Gut, Speicherstand. Wunderschön. Was? Haben wir jetzt gespeichert? Ja doch, das war. Aber Formwerkstatt, wo sind wir jetzt hier? Wollen wir hier sein? Ja, warum kann man die angreifen? Hat das einen Grund? Da ist er doch, der Alte. Soran, bist du der Schöpfer? Was ist mit dir geschehen, Soran? Oder was ist, nee, nicht mit dir, das interessiert mich natürlich nicht. Was ist mit mir geschehen, Soran? Wo sind meine Tabletten? Ich habe doch deinen Auftrag ausgeführt, oder? Ist etwas zwischen uns geschehen? Naja, also, ja, du und dein Schöpfer in einer Kiste oder was? Meine Eingeweide fühlen sich an, als hätte man sie in ein Mahlwerk gesteckt. Du miaust zu laut, Kätzchen. Das ist nicht Soran. Es wird dir nicht antworten. Ah, eine gespaltene Hülle. Hat das gleiche grimmige Gesicht wie Soran selbst. Also. Du armes Kätzchen.
Vielleicht ist sie ja noch nützlich. Diese Hülle kann feine Lehmgefäße für dich formen. Diese starken Körper werden dir helfen, den Klauen des Schmerzes zu entkommen, wenn auch nur für kurze Zeit. Du bekommst die Chance, deine Wunden zu heilen, graues Kätzchen. Nur, ich brauche es, alles, solange es den Schmerz lindert. Na dann, mal her mit dem Stoff. So. Wo jetzt sagen, jetzt kommen wir wieder durch, oder was, ne? Formwerkstatt. Dieser mondverlassene Ort dient Wesen, auf die Irma die Graue trifft, als Unterschlupf. Schau ab und zu vorbei, um zu prüfen, ob du Besucher hast. Habe ich Besucher? Also sieht auch ein bisschen trostlos aus. Hier komme ich nicht durch. Ich soll jetzt eigentlich nach unten springen, aber weiß ich nicht. Komme ich hier durch? Ah ja. Ich habe eine Drüse. Jetzt renne ich mit so einer Tasche voller Drüsen rum. Für eine Tasche voller Drüsen, das ist ein schöner... Oder für eine Handvoll Drüsen, das ist ein schöner...